Herzlich willkommen zum Fiedelfest von MKZ. Schön sind Sie alle da. Mein Name ist Jasmin Haag, ich bin von MKZ und ich darf Sie heute durch den Abend begleiten. Musik verbindet und Musik hat eine immense Kraft. Wenn Kinder gemeinsam musizieren, lernen sie aufeinander zu hören und aufeinander einzugehen. Eine sehr wichtige Fähigkeit, gerade heute, wo wir vor so vielen Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam meistern können. In diesem Zeichen stand auch gerade das erste Stück, der Kuckuck und der Esel. Zuerst streiten sich der Kuckuck und der Esel, weil sie beide der Meinung sind, dass sie besser singen. Am Ende singen sie aber gemeinsam wunderschön Kuckuck, Kuckuck, Ia, Ia. Wenn 300 Schülerinnen und Schüler uns heute in der Tonhalle Zürich auf eine musikalische Reise durch Stile, Länder und Epochen mitnehmen, ist das ein einzigartiges Erlebnis. Trotzdem möchte ich Sie daran erinnern, dass heute Abend Video- und Fotoaufnahmen nicht gestattet sind. Zudem bitten wir Sie alle, Mobiltelefone auf lautlos zu schalten. Vielen Dank. Unsere Schülerinnen und Schüler werden von einer Ad-Hoc-Band begleiten, welche ich an dieser Stelle gleich begrüßen möchte. Am Klavier sitzt Alexander Buschroten, am Akkordeon ist Jörg Luchsinger. Am Kontrabass begrüße ich Anna Hadorn. Und an den Drums sitzt Pascal Graf. Er ist in London geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Er hat als Dirigent viele große Bühnen der Welt betreten, arbeitet international mit namhaften Künstlern und Orchestern zusammen und hat internationale Preise gewonnen. In der Schweiz ist er bekannt durch seine Arbeit mit dem Tonhalleorchester Zürich, dem Luzerner und Basler Symphonieorchester, dem Zürcher Kammerorchestern und vielen weiteren. Von 2011 bis 2018 war er Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Collegium Musicum Basel. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir ihn heute als musikalischen Leiter begrüßen dürfen. Kevin Griffiths.
Meine sehr verehrte Damen und Herren, so, jetzt hören Sie mich. Guten Abend miteinander. Was für ein spannender Abend mit über 300 Kindern. Es ist absolut unglaublich, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Und heute Abend ist der Moment. Und trotz all dieser Musiker auf der Bühne werde ich Sie nicht ganz egal lassen hier im Publikum und beim Hören, sondern Sie werden uns heute Abend auch nochmal unterstützen, und zwar gesanglich oder mit Text. Eine schöne Herausforderung. Das nächste Stück ist Rhythm Fever. Und wir machen Folgendes. Die Kinder rufen immer 1, 2, 3, 4. Wir machen es mal vor. Achtung. 1, 2, 3, 4. Aber zwischendurch sagen Sie etwas. Und zwar, Sie können bestimmt alle Englisch. Rhythm Fever. Und zwar Rhythm Fever. Können wir das mal miteinander machen? Eins und Rhythm Fever. One, two, three, four. Dann kommt, ja, es wird dann schon komplizierter. Feel the beat. Feel the beat. One, two, three, four. Jetzt kommt Feel the Rhythm. Also nicht Fever, sondern Feel the Rhythm. In your feet. In your feet. Genau. Und 1, 2, 3, 4. Genau, das ist einfach. Also, ich wiederhole es nochmal. Rhythm Fever. Feel the beat. Feel the rhythm. In your feet. Muss ich es aufteilen? Wir probieren es nochmal miteinander. Also, Rhythm Fever. Rhythm Fever. 1, 2, 3, 4. Feel the beat. 1, 2, 3, 4. Feel the rhythm. 1, 2, 3, 4. In your feet. 1, 2, 3, 4. Super, dann kommt ein kurzes Interlude vom Orchester. Und dann geht es weiter mit 1, 2, 3 Mal Rhythm Fever. Das schaffen Sie dann noch 3 Mal. Rhythm Fever, Rhythm Fever, Rhythm Fever. Ich zeige es Ihnen. Und dann gibt es eine Wiederholung. Wir probieren es. Achtung! Achtung! Rhythm Fever! 1, 2, 3, 4! Feel the beat! 1, 2, 3, 4! Feel the rhythm! 1, 2, 3, 4! Feel the beat! 1, 2, 3, 4! Alles schweiget. Das Stück, das Sie vorhin gehört haben, ist ein Wiegenlied und Kanon. Ob tatsächlich Haydn oder sogar Mozart die Musik dazu geschrieben hat, ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass Rhythm Fever ein ideales Stück ist für viele kleine Fiddler. Die Ursprünge vom Fiddlefest reichen zurück in die 90er Jahre. In East Harlem in New York traten Kinder einer Musikschule zusammen mit bekannten Geigern auf. Sinn und Zweck des Konzerts war das Sammeln von Geld, um das Geigenprogramm an dieser Schule weiterführen zu können. Die Leiterin des Programms, Roberta Gaspari,
kämpfte bei ihrer Tätigkeit an der Schule darum, allen Kindern Musik zugänglich machen zu können. Ihre Geschichte wurde auch verfilmt in Music of the Heart. Das erste Fiddlefest in Zürich fand dann im Jahr 1997 in der Zürcher Tonhalle statt, in Kooperation mit 40 New Yorker Kindern und 40 Kindern von MKZ, sowie mit 16 Stars wie Isaac Stern oder David Zinman. Am heutigen Anlass sind viele Mitwirkende aus diesem großen Anlass im Jahr 1997 wieder anwesend. So schließt sich der Kreis. Nun möchte ich unseren Direktor an MKZ, Erich Zumstein, ganz herzlich begrüßen und übergebe ihm das Wort. Herzlich willkommen. Es ist wunderschön, sich durch euch hindurchzuschlängeln, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich denke, wenn ich dann die Begrüßung fertig habe, seid ihr dann müde genug. Also, liebe Timo, liebe Marua, liebe Sarah, liebe Alina, lieber Adam, Nicola, oh, geht zu lange. Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen in der Tonhalle. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Namen der Geschäftsleitung MKZ. Herzlich willkommen, meine lieben Lehrpersonen, Kevin Griffiths und Elia Nick und mein Projektteam, das das den heutigen Tag auf die Beine gestellt hat. Ein Anlass, Fiddlefest 2022, ein anspruchsvoller Anlass, eine alte Tradition, die sich wieder belebt und ich hoffe weiterlebt. Dafür werde ich meinen Dienst in MKZ so weiter gestalten, dass wir das auch ermöglichen können in den nächsten Jahren wieder. Ein Großanlass mit einem Ursprung in den USA, den wir heute in Zürich vervielfältigen als Swissmade. Dirigent Kevin und die Solistin Elea, bin ich stolz, dass das auch Gewächse von MKZ sind, so wie ihr hier, alle Mitwirkende von MKZ auf unserer Bühne, das Beste heute Abend präsentieren werden. Ich bin stolz darauf, in diesem Aufgabenbereich tätig zu sein und so ein Team hinter mir zu haben, das dieses Projekt auch ermöglichen konnte. Ich denke, die drei Damen, die ich jetzt kurz mit Namen aufrufe und sich bitte dann zeigen, sind das Projektteam, die es ermöglicht haben, mit ihrer Idee, mit ihrem Einsatz und mit dem konzentrierten Willen, das hier zu ermöglichen, das geschafft haben. Angelika Kaspar, Christa Tacella, und Ursula Schlatter. Ich danke auch an Lehrpersonen im Hintergrund, mitwirken, mitgestalten, mitgeübt haben und unsere Schüler, und das ist auch ein herzlicher Dank auch an jeden Einzelnen auf der Bühne, für den Einsatz in den letzten 10 Tagen und in den anderen 2, 3 Wochen oder Monate voraus, um diese Werke einzuüben, einzustudieren. Nun, ich wünsche euch allen heute Abend ein inspirierendes, wundervolles Konzert und auf Weiteres, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder am Fiddlefest 2000 irgendwann. Herzlichen Abend und danke. Vielen Dank, Erich Zumstein. Die Bratschen führen uns nun nach Osteuropa. Gypsy, Chardas, getragene und freie Melodien, straffe Tanzlieder und charakterisieren die osteuropäische Musik. Hohe Streicher spielen dabei eine sehr wichtige Rolle, oft als Melodieinstrument. Nun viel Vergnügen mit den Klängen Osteuropas.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, wie das ergangen ist in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben uns zum ersten Mal, ich glaube am 9. April gesehen, im Musikkonservatorium Zürich. Und da kamen plötzlich all diese Kinder und ich habe mich schon gefragt, wie in aller Welt werden wir das hinbekommen, dass die in diesen kleinen Raum oder diesen Saal kommen und dann wissen, wo sie hinstehen müssen, wo die Notenständer hingestellt werden, wann sie mit oder ohne Noten spielen, wann ist die Choreografie, welches Stück beginnt zuerst, wie schnell und so weiter und so weiter. Aber irgendwie haben wir das in den Griff bekommen, dank den wunderbaren Lehrern und den Organisatoren von dieser Fiddlefest. Und wir haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass während den Probenarbeiten die Konzentrationsspanne so etwa 20 Sekunden beträgt, wenn nicht musiziert wird. Also die Idee dahinter war eigentlich immer, so viel musizieren wie nur möglich, dann ging es immer gut. In den Pausen haben wir dann welche Tricks finden müssen, wie bekommen wir Ruhe hin auf der Bühne, aber Sie sehen jetzt, wie fantastisch das läuft. Die müssen sich immer merken, nach jedem zweiten, dritten Werk, ich muss jetzt darüber, ich muss jetzt dahin, ich muss raus, ich muss auf den Balkon, ich muss wieder runter und so weiter. Aber wir schauen mal, wie das heute Abend ganz spontan passt. Jetzt schauen wir mal, ob wir schon so weit sind. Fantastisch. The Arrival of the Queen of Sheba von Handel. Thank you.
sind mitten in der Barockzeit gelandet. Zu unseren Schülerinnen hat sich das Ensemble Stringendo hinzugefügt. Das Stringendo ist ein Streichorchester an MKZ unter der Leitung von Jens Lohmann. Das Stück, das Sie gerade gehört haben, Der Einzug der Königin von Saba, eröffnet den dritten Akt des Oratoriums Salomon. Das Instrumentalstück wurde aber außerhalb dieses gesamten Werks bekannt. Es erklang nämlich im Jahr 2012 in London anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele. Da hat Daniel Craig als James Bond die Queen zu den Spielen geleitet und dies mit Fallschirm. Das Video ist auf YouTube, können Sie sich anschauen. In der Barockmusik darf ein Instrument nicht fehlen, das Cembalo. Deshalb begrüße ich hier an dem Cembalo Rebecca Inreichen. In der harten Jahreszeit, bei gleißender Sonne, schmachten Menschen und Herde und die Pinie verbrennt. Der Kuckuck erhebt seine Stimme und bald erklingt auch der Gesang von Turteltaube und Stieglitz. So beginnt das Gedicht zu Vivaldis Sommer aus den vier Jahreszeiten, eine Sammlung von Violinkonzerten. Die Geigerin Elea Nick wird das Violinkonzert Sommer mit dem Ensemble Stringendo spielen. Elea Nick ist jung, charismatisch und hat zahlreiche Preise an internationalen Wettbewerben gewonnen. Sie konzertiert mit prominenten Orchestern im In- und Ausland und gab im Jahr 2016 ihr Debüt in der Tonhalle Zürich mit den Zürcher Symphonikern. Ihre Karriere begann sie an der Jugendmusikschule, die Vorgängerschule von MKZ, wo sie am Förderprogramm teilnahm. Letztes Jahr hat sie ihren Bachelor in Musik als auch Politikwissenschaften abgeschlossen. Nun Bühne frei für Elea Nick und das Stringendo.
Thank you.
Guten Abend. Guten Abend miteinander. Alexander und ich haben noch eine kleine Überraschung. Und zwar spielen wir von Bazzini La Honte Lutte. Thank you.
Venedig im 18. Jahrhundert geht es jetzt nach Buenos Aires. Die Stadt gilt als die Geburtsstadt des Tangos. Menschen aus Spanien, Italien und Osteuropa kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Scharen nach Buenos Aires. Viele von ihnen landeten in den armen Vierteln am Stadtrand und in diesem Schmelztiegel entstand die neue Musik. Zuerst galt der Tango als verrucht. Erst als er seinen Siegeszug in Paris angetreten hatte, wurde dieser Musikstil zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesellschaftsfähig. Sobald hier fertig umgebaut ist, hören wir dann La Comparsita und El Choclo. Thank you.
Wenige Minuten nach der Veröffentlichung war der Song bereits uncharted und er wurde mehrfach bei den Grammys ausgezeichnet. Die Rede ist von Viva La Vida, der britischen Band Coldplay. Heute hören wir ein Arrangement für Geigen und Bratschen. Zudem fliegen wir mit James Bond durch die Luft mit Skyfall von Adele und ihrem Produzenten Paul Epworth. Das Lied wurde als erster Bond-Song überhaupt mit einem Oscar ausgezeichnet. Wir sehen also, wer Geige oder Bratsche spielt, spielt nicht zwingend nur in der Klassik. Auch im Pop-Bereich gibt es viele Einsatzmöglichkeiten für Streicher. In der Band begrüße ich an dieser Stelle Janosch Knobel am E-Bass. Und als Solistin wirkt auch hier nochmals Elea Nick. Viel Vergnügen also mit Viva la Vida und Skyfall. Wer von Ihnen kennt die Band Coldplay? Nicht schlecht. Nochmal, wie viel? Nicht schlecht. Besser als ich gedacht habe. Ich habe eher so Beatles-Generation erwartet. Aber wer kennt Viva la Vida? Viva la Vida, so heisst der Titel. Die andere Hälfte. Super, dann kennen Sie alle Coldplay. Ihr Erinnerungsvermögen ist ja schon bewiesen worden vorhin. Jetzt gehen wir aber zum Gesanglichen und mal schauen, wie Ihre Stimme klingt in diesem schönen Tonhallensaal, renovierten. Spielst du mal? Das kennen Sie bestimmt. Sie sind nächstes Mal eingeladen zum Mitsingen. Haben Sie das Handy dabei? Können Sie noch das Handy anmachen? Ein bisschen mit den Taschenlampen so. Dann haben wir die super Stimmung. Ja, wunderbar. Da einmal, zweimal, dreimal, vier. Oh, das sieht fantastisch aus. Und dann haben wir alle die Handys raus. Ich bin ja sonst gegen Handys im Saal, aber jetzt machen wir eine Ausnahme. Und schön langsam. Ja, super. Ganz langsam. Ja, fantastisch. Das machen wir so. Also, ready? Das Mikrofon brauchen wir noch für Gige. Dann geht's los. Super, also. Thank you.
Ja, es ist eng hier auf der Bühne. Die beiden Popsongs, die wir vorhin gehört haben, hat Alex Wilson extra für diese Besetzung hier am Fiddlefest arrangiert. Wir freuen uns sehr, dass er heute auch hier im Publikum ist und danken ihm für seine tolle Arbeit. Wir sind jetzt bereits fast am Ende des Fiddlefestes 2022 angelangt und an dieser Stelle möchte ich einen großen Dank aussprechen im Namen von NKZ an alle Beteiligten. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern, dem Stringendo sowie der Band aus Lehrpersonen für eure Teilnahme und für euer tolles Spiel. Dann natürlich einen riesengroßen Dank an Kevin Griffiths für seine wertvolle Arbeit und die Inspiration. Ein Riesendankeschön an Elea Nick für ihr wunderschönes Geigenspiel heute Abend. Dem Organisationsteam vom Fiddlefest, Ursula Schlatter, Angelika Kasper, Christa Takeller für die unter gesamten Fachschaft Violine und Viola. Für die Leidenschaft, die diesen Abend, dieses Fiddlefest zum Klingen gebracht hat. Ihr habt Enormes geleistet. Wir sind euch so dankbar für diesen Abend. Einen Applaus ganz herzlich nochmal für uns. Ursula, Angelika und Christa. Auch allen Lehrpersonen für die tolle Arbeit in der Vorbereitung und im Hintergrund und danke auch der Tonhalle Zürich. Vielen Dank Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuhören und für Ihre Unterstützung heute Abend. Wir hören jetzt zum Abschluss noch Drowsy Maggie, ein traditionelles Stück aus der irischen Musik. Danach kommen Sie gut nach Hause und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Aber nicht. Das ist gut.
selbstverständlich beginnt das letzte Stück nicht, ohne auch einen ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmin Haag, die so wunderbar durch den Abend geführt hat. Schnallen Sie sich an. Vielen herzlichen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für den unerschöpflichen Applaus. Es war ein wunderbarer Abend. Ich glaube, wir werden das ein Leben lang nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal irgendwo wieder auf einer Konzertbühne, im Publikum oder sonst irgendwo. Alles Gute und bis zum nächsten Fiddlefest. Wiederschauen miteinander. Danke.